So, wo machen wir Rindfleisch? Hier unten, ne? Das passt nicht. Pass auf, wir haben aber irgendwo ist kein Silo. Da. Hä? Digga. Mais passt auch locker. Also müssen wir eben kurz warten, bis das da ist, weil sonst sehe ich es in der Statistik noch nicht. Aber es müsste wahrscheinlich auch reichen, denke ich. Was haben wir sonst noch bei Obreras? Kaffee ist auf jeden Fall genug da. Zigarren sind auf jeden Fall genug da. Also das passt eigentlich alles, denke ich. Melonen müssten auch genug da sein. Okay. Und Arbeitskraft ist gleich auch genug da. Dann können wir die nächste Stufe vom Staudamm machen. Voll geil. Ah, Nähmaschinen. Ja, aber da haben wir noch volles Lager. Da ist ja eh der Plan, dass ich das aufstocke. Bier und Zigarren. Gucken wir mal eben. Aber so krass viele habe ich ja nicht gemacht, oder? Ja, Bier reicht immer noch locker. Nähmaschinen reichen nicht mehr, aber die importieren wir auch. Das müsste trotzdem passen. Alles andere passt noch mega. Und selbst wenn wir hier jetzt was... Oh, Kaffee reicht nicht ganz. Wenn wir das beides kombinieren hier. Kombiniere, kombiniere. Schokolade knapp. Verpasst. Rum, knapp. Aber das wussten wir. Ja, Nähmaschinen. Passt auch irgendwie. Ja. Kaffee passt nicht. Ja, dann lass doch den mal starten. Dann reichen aber auch die Bohnen nicht mehr, ne? Warte, warte, warte. Aber wir haben ja so geplant, dass wir immer easy peasy gucken können. Nee. Okay, die reichen nicht. Dann lass hier mal eine Böhnchenplantage machen. Ich denke, eine ohne Silo reicht. Oder? Ja. Gut. So, haben wir das auf Vordermann gebracht? Ja, er kann kein Öl mitnehmen, das ist okay. So, Cuptrelawney. Wir wollen Kabel bauen. Heidi Kabel. So. Wo wir hier gerade Ressourcen haben, lass uns mal bitte das hier bauen. Aber kurz lahmlegen. Einfach nur, weil die sonst... weil die Ressourcen sonst wieder abgeholt werden so schnell. Gerade der Stahl und so. Und dann ist das wieder weg. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist... So. Wir können sogar Motoren bauen, aber die Motoren produzieren langsamer hier. Seht ihr das? Und die brauchen hier Stromkabel, Glas und Stahl. Okay, aber du brauchst halt kein Celluloid. Ich habe halt nur nicht keine Arbeitskraft dafür, ne? Nicht wirklich. Es bildet sich bereits eine Staubschicht. Guck mal, der braucht nur Stahl. Ach so, ja, und Bleche. Ersetzt dann ja den Stahl, den man braucht, oder? War das so? Ach, das sehe ich hier nicht.
Ich glaube, die Bleche ersetzen den Stahl. Aber ich finde den Stahl ja fast sinnvoller zu nutzen. Ja, ist die Frage jetzt. Wir kriegen aber hier halt nicht so viel Motoren raus. Das heißt, wir müssten zwei von den Fabriken brauchen. Dann brauchen wir 700 Arbeiter, Handwerkerarbeitskraft, ne? Was kosten die Motorenfabriken hier? Ja, 150 nur, ne? Celluloid 125. Das Nervige ist halt dieser Scheiß hier. Du brauchst halt für Celluloid erstmal wieder Ethanol. So, Ethanol brauchst du wieder Mais und Holz. Du brauchst halt leider für Celluloid super viel anderen Scheiß. Dann macht es doch fast Sinn, die Motoren lieber in der alten Welt zu bauen und hierher zu bringen. Dann spare ich mir auch Stahl und Kabel herzubringen ein, sondern hole gleich Motoren her. Wenn ich die mit Glas bauen kann. Ich produziere ja Glas relativ relativ simpel durch die den einen Dude, der das da irgendwie bufft. Frachtschiff steht bereit. So, du fährst erstmal dahin. Lass mal schauen. Wir haben doch, wo haben wir Glas hingesetzt? Hier oben, ne? Guck mal, Lager ist sowieso voll. Komm, wir produzieren viel zu viel Glas. Wir haben 4 Glasschmelzhütten in 12 Sekunden. Das heißt, alle 3 Sekunden kriegen wir Glas. Wenn wir zweimal Motorendinger bauen, habe ich das Gefühl, das könnte da sogar fast reichen. Dass wir Glas sowieso genug haben. Jetzt haben wir den mit dem Schnapsbrennerei. Okay, muss ich mich auch noch drum kümmern. Das heißt, wir gucken jetzt einfach mal, dass wir Handwerker aufsteigen lassen. Für die Motorenfabriken. Reicht schon fast wahrscheinlich, ne? So, machen wir die hier noch und dann war's das. Fertig, so. Was sagen denn meine Routen? In Capriloni. So, von dem Scheiß. Ja, zweimal Schweine drauf. Genau, da hätte ich gedacht, Schweine brauche ich mehr wahrscheinlich. Genau. So, ich bringe Kupfer. Ich bringe Kautschuk. Ich hole Dampfwagen und Saxophone. Und Fahrstühle. Guck mal, wir könnten hier ja noch was aufladen. Ich wüsste nur nicht... Ach ja, doch, Glas, klar. Glas, klar. Wahrscheinlich haben wir hier auch volles Lager Kautschuk oder so, ne? Ja. Lass mal eben gucken, wie viel Kupfer wir produzieren, wie viel wir überhaupt brauchen. Wir haben ja ganz viel eingespart durch die Messinghütten, die wir nicht mehr... Das Zink? Das ist Eisen. Kohle... Kupfer am Strom. Aktuell 10. 7 im Bedarf. Okay, wenn wir die Kabelfabrik zum Laufen bringen. Das
Das ist eine ungleiche Produktion, ne? Das ist ja ätzend. Wir haben hier 30 Sekunden und hier für die Motoren haben wir 45. Wenn ich aber zwei Motorenwerke baue, die ich ja dann ja brauche, brauche ich auch nochmal eine Kabelfabrik. Okay, lass mal eben gucken. Kupfer. Mit dem zusammen. Das passt noch. Okay, eine Kabelfabrik können wir damit laufen lassen. Das passt. So, und jetzt gucken wir. Kautschuk. Von wo hole ich Kautschuk? Da. Ich glaube von hier. Nee. Also ja, aber nicht für diese Stadt. Dann ist es das. Ja. Okay, guck mal, das passt auch. Da passt sogar wahrscheinlich scheinbar fast noch eine zweite Kabelfabrik. Bei Kupfer nicht. Haben wir hier noch eine Kupfermine, die man zur Not... Eine Explosion erschüttert eine, nee, die hat schon Strom. In Coral ist ein Tankhof hochgegangen. Ein Feuer ist ausgebrochen. Wie ist er denn gerannt? Scheiße, ich habe keine Ressourcen, das aufzubauen? Doch. Meine Analyse. Okay, dann bräuchten wir vielleicht trotzdem für eine zweite Kabelfabrik eine weitere Kupfermine. Eisen, Zement. Oh, ja, so viel Zementminen. Ach, hier ist sogar noch eine. Ja, guck mal. Dann kriegt die einfach nur ein Windrad. Fertig. So. Erledigt. Wartet. Apropos erledigt. Lass uns doch mal eben das hier starten. Dann läuft das wenigstens nebenbei einfach. So. Zum Raub der Flammen. Dude! Spring doch dahin! So viele Leben gerettet. Ah. Oha, sind sogar Wiesen kaputt gegangen. Ja. Neue Befehle? Hier ist ja auch gar nichts mehr an Material. What the fuck? Alles aufgebraucht. So. Wo ist denn mein Schiff hier? Die Menschen lassen sie hoch. Soll, er steht noch hier. Scheiße, ich dachte, ich habe ihn zurückgeschickt. Auch echt viel Material hierfür, für die Dinger, die sind echt teuer. Aber die sehen geil aus, ne? So als Werkshalle quasi. Das ist ein cooles Design, finde ich. Okay, wenn wir noch eine zweite Kabelfabrik haben, können wir die Motoren machen. Und wir haben sogar ein bisschen Überproduktion an Kabel erstmal.
Schadet aber ja erstmal nicht. Dann können wir die Motoren... Ja, du bist jetzt das Schiff, was hier auf die Route soll gleich. Dann können wir die Motoren von hier aus rüberschiffen. Warte mal. Lass uns mal gucken. So, nee, Saxophone mitnehmen ist blöd. Erstmal zumindest. Das Lager ist voll. Okay, müssen wir dann nochmal gleich gucken. So, dann lass uns mal auf diese Route bitte. Du lädst hier Glas auf und lädst das da wieder ab. So. Auch diese Routen werden irgendwann so obsolet sein, dass ich sie wieder überarbeiten muss. Ist mir auch klar. Das ist nun mal so, ne? Das ist nun mal so. Kannst du machen nix. So, wir brauchen hier massiv Waren. Ich glaube, ich komme mit einem Schiff gar nicht hin. So. Jetzt können wir das hier jetzt mal eben fertig bauen wieder. Zack. So, weil dann haben wir in der neuen Welt, warte, dann haben wir für die hier, haben wir die Motoren, weil wir die herbringen und das Aluminium einfach. Super geil. Wir können komplett aktuell, zumindest bei diesem Produkt, auf Zelluloid verzichten, was geil ist, weil Zelluloid einfach echt Pain ist. Das ist schon mal gut. So, bei dem hier werden wir es nicht schaffen, glaube ich. Und Salpeter wird auch ätzend sein. Was dann natürlich Sinn macht, wenn wir brauchen super viel Ethanol. Und ich glaube auch, ich habe, wie gesagt, noch nie so weit gespielt bei den Artistas wie jetzt gerade. Und ich habe auch noch nie komplett die Hochhäuser durchgespielt quasi, also dass ich alles habe. Ich glaube aber, und ich kann mir vorstellen, dass ich da auch öfter nochmal Ethanol brauche. Einfach, weil wir es jetzt ja auch schon so viel brauchen und für Zelluloid brauchen. Und für Zelluloid brauche ich, glaube ich, irgendwo hier auch nochmal. Nee. Ich weiß auch noch nicht, wo ich Medizin herstelle. Auf jeden Fall habe ich hier bei den Gebäuden... Bei den Wolkenkratzern hier habe ich irgendwo Zelluloid bei. Hier. Ich werde es irgendwo für brauchen. Und deswegen macht es ja wahrscheinlich mit fast am meisten Sinn, dass wir uns einen suchen, der zum Beispiel irgendwas mit Ethanol macht. Guck mal, da gibt es ganz viele. Beeinflusst Labormedizin. Okay. Haben wir noch nicht. Anstelle von Ethanol verarbeitetes Gebäude Hibiskusblüten. Klingt aber schon mal gut. Beeinflusst alle Chemiefabriken Lack. Lack wird wahrscheinlich auch Ethanol benötigen. Und wahrscheinlich Quarzsand, Harz, Ethanol. So, den machen wir natürlich. Der ist hier irgendwo drin. Beeinflusst Zuckerraffinerie. Macht dann Ethanol nebenbei. Not that bad, glaube ich. Ja, wir brauchen ein bisschen mehr Arbeitskraft, aber Ethanol nebenbei zu machen. Ja, Düngemittelfabriken habe ich halt nicht. Kerzenzieherei habe ich aber auch nie eine. Anstelle von Baumwolle verarbeitet das Gebäude Leinen. Okay, da musst du Baumwolle nicht mehr importieren. Beeinflusst alle Talgverarbeitung. Ich habe keine Talgverarbeitung. Und der hier Schnaps- und Rumbrennerei. Zusätzlich Rum, Cognac, Ethanol, Schnaps, Mezcal. Ist eigentlich krass, ne? Eigentlich krass.
Dann würde ich den gerne machen, aber der hat absolut keine Prio aktuell. Und den vielleicht ein bisschen nach oben ziehen auf jeden Fall. Ich will am liebsten alle gefühlt machen.